Egal. So sieht das jetzt aus. Ich habe das Ganze jetzt rausgeschnitten. Schneiden werde. Und dann werde ich das so einbauen. Heuschkel, Dennis bei Kfz-Putzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute läuft doch alles. Wasser eingefroren, Teile kommen falsch. Also haben wir jetzt ein bisschen Zeit für den BMW hier. Also ihr seht schon, hier haben wir sauber gemacht, unten haben wir sauber gemacht. Was heißt ich? Der Error war das. Der Error hilft mir heute. Ja, hier sehen wir eigentlich, was sie gemacht haben. Hier ist einfach nur Spachtel, ne? Weil ich glaube, die haben das nur bis hier hingeschnitten. Das siehst du ja auch hier. Ja, gut, aber du musst immer ein bisschen mehr machen, als geschnitten ist. Ja, guck einfach mal. Guck einfach, dass du bis hier hinkommst erstmal, Error. Hier machen wir fertig. Da kommt ein kleiner Blech rein. Hier haben wir ja den Schweller, den wir natürlich nicht komplett reinmachen werden. Aber der ist schon dünn, ne? Ja, okay, aber der originale Schweller hat natürlich Füller drauf, Spachtel drauf, Farbe drauf, Klarlack drauf. Dann ist es natürlich ein bisschen stabiler. Wir haben jetzt alles sauber gemacht. Hier sehen wir, ne? Das wurde gemurkst, aber es sieht eigentlich nicht schlecht aus. Gibst du mal einmal Hammer? Genau, das Ding wollte ich noch haben. Vielleicht kriegen wir den noch. Scheiße. Kriegen wir den noch? Weiß ich nicht mehr. Ja, scheiße. Wir werden auf jeden Fall das nicht rausnehmen. Das Blech, was wir jetzt hier einschweißen werden, ist zu dünn. Und das wollen wir nicht riskieren. Das heißt, wir werden das Ganze so lassen. Error hat das so runtergeschliffen, dass wir das eine einfach hier drauf schweißen werden. Das Ganze presst solid. Hier. Ja. Hier ist noch ein bisschen, kann man sehen, aber hier ist das nicht so schlimm. Ja. Dann müsste das eigentlich gehen von der Höhe aus. Ja. Hier müssen wir jetzt noch schweißen. Drinnen werden wir mal schauen, wie wir das machen. Von hier mal drauf. Von innen? Ja. Ja, machen wir doch. Oh, da haben die vorher schon. Vorher haben die was gemacht. Also, ich mache jetzt hier eine stärkere Leiste rein, hier vorne so. Ja. Und hier auch. Ja, mach du mal. Hm? Error. Okay. Ruf mich. Ich helfe das alles an. Noch. Alles klar. Also, Error übernimmt das hier komplett. Er macht jetzt Probeschweißen, er wird das Gerät einstellen, weil er kann das gut, ich kann es nicht. Error macht ein Blech hinten rein, er hat schon die Löcher gemacht, wird er erstmal so schweißen. Bis dahin nur, ne? Ja. Weil hier wurde der Überschuss irgendwie drauf gemacht. Nee, das ist Zeug immer so. Okay. Aber es ist ja auch nicht wild, ne? Ja, wenn wir den Schweller da ist der Überschuss drauf. Ja. Beim Schweller. Okay, ja? Dann lassen wir den einfach so drauf dann, ne? Ja, ja. Das Ding hier geschweißt, sehr schön. Und ich sehe schon, hier hat er auch schon schön geschweißt. Error? Hast du sehr schön gemacht. Ich habe mir auch Mühe gegeben. Du hast dir Mühe gegeben? Wahres Können braucht keine Anstrengung. Kennst du das nicht? Wo wir schweißen, ob wir hier schweißen, da schweißen oder ob wir ganz hoch gehen. Müssen wir mal gucken. Ja, bin ich mal gespannt, wie du das machen möchtest. Aber das sieht echt schon gut aus. Ja, das stabilisiert das Ganze auch noch ein bisschen wieder. Das habe ich so gelassen. Ich weiß nicht, bis wo ich das abschneiden muss nachher, weißt du? Wenn, wenn der Blech da ist, dann kann man den auch kürzen. Ja, ja, das ist schon. Aber drin ist schon stabil, ne? Hast du da auch schon reingeschaut? Ja. Das hat der Vorgänger schon. Ja, hat der schon gemacht. Ja, wenigstens das. Egal. Wir machen jetzt auf jeden Fall den nächsten Schritt mit dem Schweller noch und dann schauen wir mal, wie fest das Ganze wird. Arbeit, Arbeit! Hallo! Error! Error war fleißig. Hat das Ganze schon bearbeitet. Innen drin hat er das ja gemacht. Guck mal. Guck mal, wie schön Error das gemacht hat hier, ne? Oldschool hier. So, Error, erzähl mal, warum du das so machen möchtest und das Ganze nicht ausschneiden möchtest. Das musst du jetzt einmal erklären. Ja, weiß ich nicht. Super erklärt, Error. Bin ich genau deiner Meinung? Also, wie findest du das bis jetzt, Ahmed Abel? Ist okay, musst du vernünftig abschneiden und passen, einpassen. Nein, nein, aber wie findest du die Arbeit von mir? Nett geworden. Nett geworden. Naja, es geht. Okay, siehst du hier? Nein, nein. Schau mal.
Aber gut, dass wir ohne Licht arbeiten. Also ihr könnt ruhig Licht anmachen, ich zahle das schon. Und noch weiß ich nicht, wie ich das hier mache. Also das ist jetzt nur so, ich habe nur geschnitten erst. Und hier ist das Teil, was drin war. Vorsicht mit deinem Kopf. So, hier, was da reingefallen ist. Haben die schön repariert, ne? Ja, ja. Ja, guck doch mal hier rein. Ja, mit Glasfaser voll gemacht. Das ist richtig. Das waren aber keine Fuscher da. Ne? Die haben es natürlich vernünftig gemacht. Ja, ja, das ist klar. Hier gerade. Wir sind gerade am Fuscher. Sollen wir das Big auch dran machen? Wie ist das geworden, Abel? Hier. Soll ich die Bühne ganz runter machen? Okay, ja. Okay. Ich will jetzt nicht damit meinen, dass du klein bist. Ne? Die Kamera halte ich die Höhe jetzt. Ja, ja. So also klein bin ich ja nicht. So. So sieht das Original aus. Ja, hier haben wir auch schon wieder ein bisschen Rost, ne? Ja, aber das geht noch. Ein paar Tage später, wir konnten nicht immer aufnehmen, leider nicht. Ich war auch ein paar Tage jetzt weg beim Dreh, aber der liebe Error, der natürlich sehr viel redet. Error, wir haben nicht so viel Speicherkarte. Ja. Halt dich kurz. Willst du was sagen? Ja, ist doch da. Alles. Ja. Error hat hier echt super Arbeit geleistet. Er hat das Ganze hier schön lackiert. Lackiert. Ja. Natürlich geschweißt, auch innen drin schön gemacht, auch diese Kanten. So schön originalmäßig hier, muss ich sagen. Error, hast du hier noch hier bei mir noch mal was gemacht? Nein, ach, ich glaube, hier müssen wir irgendwas machen, hier vorne. Ja, da müssen wir noch ich was bin, machen. Ich bin, glaube ich, bis hier hochgegangen oder so, hier so. Ja. Ja gut, das muss noch alles geschliffen werden hier ein bisschen. Ja, 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 das wird ja auch alles geschliffen. Auch hier, da muss man mit einem, was hatte ich gesagt, Fräser, ganz leicht. Ja, Schiffen, das kriegen wir hin. Also das ist auch, dass er das hier originalmäßig gemacht hat, weil drüben haben wir das hier auch. Ich muss sagen, hat er super Arbeit gemacht. Da musst du natürlich ein bisschen klopfen, weil wir quasi das alte Blech draufgelassen haben auf dieser Seite. Jetzt wird er das Ganze nochmal schön gerade schleifen, auch diese Stellen schleifen. Und dann werden wir das Ganze nochmal sauber machen, mit Zink bearbeiten, mit Zinn bearbeiten. Und dann sieht das schon mal sehr gut aus. Ne? Auch unten, Error, muss ich sagen, hast du echt gut gemacht. Ne? Also Error hat das echt sehr schön gemacht. Ich habe da Error auch freie Hand gelassen und der hat das echt super gemacht. Na, jetzt haben wir das Ganze so weit geschnitten, gemacht, getan. Wir haben noch hier ein bisschen nachgefüllt und dann nochmal weggeschliffen, nochmal einheitlich gemacht. Und wie ihr seht, Leute, ist Bombe geworden. Na, alles super. Das sieht gut aus. Natürlich müssen wir hier müssen die ein bisschen mehr füllen. Lackierarbeiten werden natürlich ein bisschen gemacht. Hier wird natürlich ein bisschen mehr Spachtel reinfließen. Aber am Ende wird das gut aussehen. Ne? Hohlraumversiegelung, Wachs und Karosseriedichtmasse. Machen wir schön warm. Die Tür, die werden wir natürlich nicht bearbeiten, weil die Tür fängt ja auch an zu rosten schon. Ja, du siehst das schon hier. Mhm. Ja. Die Felgen müssen drauf, aber die passen natürlich nicht so drauf, weil wir auch eine Distanzscheibe hier benutzen. Das Ganze berührt hier. Und jetzt werden wir das Ganze nochmal börteln. Das Gute dran, wir haben den hinteren Bereich immer noch gebörtelt. Jetzt müssen wir nur noch den vorderen Bereich nochmal börteln. Und dann rein. Das sind nur diese Plastikdinger so, ja, oder die Metallplatten? Nee, vorne, die Metallplatten hatte ich geholt gehabt, aber das waren Billigdinger. Ne? Das waren 0,5 mm. Die kannst du so biegen. Ja? Wenn du zwei zusammen machst, dann hättest du das schweißen können. Aber das Ding ist so stabil unten geschweißt worden. Mhm.
Da passiert nichts. Normalerweise, wie viel Millimeter muss das sein? Ich glaube, das sind sogar 2 Millimeter. 2 sogar. Also letztes Mal, wo wir in der Fernsehsendung das geschweißt haben, das letzte Mal, das waren 2 Millimeter Bleche. Das die waren richtig stabil. Ja. Was Geschweißtes kann man auch ganz normal bürsten. Sollte gehen, ne? Wenn wir das alles richtig gemacht haben, sollten wir den auch richtig schön bürsten können. Jetzt werden wir das natürlich warm machen, damit wir das Ganze auch schön bürsten können. Also bei bürsten kann ich euch nur einen Tipp geben. Ne? Das Ding hier erstmal schön quer hin tun. Damit wir erstmal so bürsteln, wenn wir den jetzt direkt hier drauf machen und dann anfangen zu bürsteln, dann könnten Beulen entstehen. Deswegen erstmal so bürsteln nach oben, dass wir schon mal so eine leichte Neigung haben und dann könnt ihr das nochmal drauf machen und dann könnt ihr das richtig schön bürsteln. Wichtig ist, dass wir erstmal diese, bis nach 45 Grad, so wie jetzt, jetzt machen wir den schön warm. Hier, so sieht das jetzt aus, Aldosch. Guck dir das mal an von unten, hast du ja gesehen, ne? Genau. Hier war. Ah, es geht schon gut, ne? Sieht schon gut aus, ja. Da musst du natürlich da, wo die Felge dann einfedert. Glaube ich nicht mehr berühren. Meinst du? Ne. Weil hier bis dahin federt der nicht mehr ein. So, jetzt haben wir ihn schon warm gemacht. Weich, ne? Was sagst du, Eldosch? Schauen, Felge drauf. Weil es kann ja auch sein, dass wir viel zu weit von innen geschweißt haben. Mhm. Und das Ganze passt dann nicht. Das reicht ja auch schon, wenn du ein paar Millimeter von innen schweißt. Ich hoffe mal nicht, ne? Weil sonst hätten wir ein Problem. Plastik müssen wir noch dran machen später. Da müssen wir noch 1-2 Löcher reinmachen. Boah, wie hart die geworden sind, ne? Schon Hammer. Das machen wir später rein. So, die Schrauben vom Auto, Stoßstange drauf. Und dann ab zum Lackierer. Dann bin ich mal gespannt, was Ahmed sagt, ob er uns vom Hof jagt. Oh. Also ne, das mache ich nicht. Jetzt mal gucken, wie die Stoßstange jetzt passt.
Hier ist er drauf. Ja, Vorsicht. Da muss er einmal rein. So. Hier ist er drauf. Und da ist er drauf. Lass mal ganz kurz, bevor wir die Stoßstange. Oh. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Das ist schön geworden. Da scheint jemand zufrieden zu sein, ne? Ja, der wird auf jeden Fall da nicht mal berühren. Guck mal, wie schön wir den verbreitert haben, ne? Der ist breiter als das Original. So, jetzt bauen wir die Stoßstange wieder zusammen. Weißt du, wo ich mich am meisten jetzt freue? Dass ich endlich wieder einen V8 anmache. Ich habe ein neues Auto gekauft, mein Daily. Wer mich auf Insta folgt, hat das am Samstag schon mitgekriegt, was für ein Auto wir gekauft haben. Dazu werde ich bestimmt noch ein Video machen, weil damit haben wir was vor. Also jetzt kein projektmäßig, aber wir haben da was vor. Und ich fahre den seit einem Monat. Ungefähr. Ja, seit einem Monat fahre ich den. Und glaub mir, ich habe einen V8 vermisst. Alle leuchten an. Weißt du, so silberne, das kann auch was. Bleiben. Das kann auch bleiben, ehrlich. Du brauchst mehrere solche Stellen bei ja. dem. Zu viel? Ja, ne? Echt jetzt? Ja. Schlimm? Nein, Quatsch, das kann man natürlich noch alles ausgleichen. Aber ich finde es sehr schön, sehr gelungen. Die Felgen, ehrlich, ich liebe dieses Auto mit diesen Felgen. Ich finde es echt gut geworden. Guck mal, von oben siehst du das nochmal sehr gut, ne? Was wir jetzt alles gemacht haben hier. Hier zum Beispiel. Hier, das ist aber super bearbeitet, auch von Error. Hat sie auch nochmal später bearbeitet, nochmal ein bisschen geschweißt. Ne? Also guck dir mal, der hat überhaupt null Übergang hier. Also der Error, der hat's drauf hier. Ne? Also hier habe ich echt Katastrophe gemacht, muss ich sagen. Katastrophe? Ja, also ich fand's nicht schön. Ne? Und der hat das so bearbeitet später. Richtig glatt wieder. Ja. Ne? Das habe ich hier gemacht. Hier war so ein Loch drin. Mhm. Das habe ich gemacht. Das sieht gut aus. Hier nochmal extra hier das Originale, ne? Mit dem Strich da? Mit dem Strich haben wir nochmal reingemacht. Ob ich das nochmal machen würde, glaube ich nicht. Ne? Ich glaube auch nicht. Von mir gibt es das hier schon mal. Echt? Dankeschön. Das habe ich vermisst. Das war mir ja so. Was ist das denn? Das ist ein V8-Zorn. Ist ja normal, es ist kalt. Dann sieht man, das war jetzt aber gerade ein bisschen heftig. Nö, das ist normal. Wenn es kalt ist, dann sieht man die Abgase mehr. Ja gut. Ja, von hier sieht es geil aus. Von hier sieht es geil aus. Schalt dich jetzt mal. Du sagst einmal von hier, einmal von da. Von hier sieht es noch geiler aus. Sofort überzeugt sofort, ja. Ich habe hier die originalen M-Felgen gehabt. Was für ein Styling, weiß ich nicht. Aber die ATS-Felgen, die haben mir so gut gefallen, dass ich die M-Felgen verkauft habe und die ATS-Felgen drauf gemacht habe. Guckt euch das Geile mal an hier. Nee. Passt zwar nicht, aber wem juckt's? Der springt nicht an, den müssen wir fertig machen. Und da bin ich mal gespannt, wie da was kaputt ist. Ne? Ich habe den ja, wir hatten ja zuletzt den auf 300 PS bei Marco Dinghardt gemessen.
Und dann auf einmal ist er nicht mehr angesprungen. Ich wollte den einfach zur Seite fahren, ging nicht. Also bin ich mal gespannt, was er hat, ob wir den wieder hinkriegen. Und ich habe auf jeden Fall ein, zwei Mängel gefunden, die ich eigentlich behoben habe. Und seitdem funktioniert es nicht. Keine Ahnung. Wird auch interessant. Und vielleicht nochmal Leistungsmessung machen. Weiß nicht. Ja, wo ich die Mängel behoben habe. Weiß nicht. Ey, das waren echt gravierende Fehler. Weiß nicht. Egal. So, danke schön fürs Zuschauen. Eidosch, danke schön. Bitte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft des Fußes. Bis dann.